Look into the future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? If we're gonna survive, the dream must stay alive. An die Bevölkerung ergeht die Aufforderung, während der Evakuierung Ruhe zu bewahren. Wehen. Bist du sicher? Was ist denn passiert? Trudy hat Wehen. Sie kriegt jetzt das Baby? Schwachsinn. Das ist ein Trick. Wo willst du jetzt hingehen? Trudy kann nirgendwo hingehen. Jetzt nicht mehr. Wir haben abgestimmt. Ihr müsst gehen. Komm, Trudy. Das läuft nicht. Du hast keine Wahl. Wir können sie jetzt nicht rauswerfen. Sie hat recht, Lex. Ach ja? Zuerst musste sie dringend was essen, dann war sie zu müde. Und jetzt hat sie auf einmal Wehen? Die verarscht uns doch. Trudy, ist das vielleicht nur falscher Alarm? Das wissen wir erst, wenn sie sich ausruhen kann. Habt ihr das gehört? Das ist ein abgekartetes Spiel. Die halten uns hin. Geh mir aus dem Weg. Lass das. Aufhören, sofort. Das bringt doch nichts. Was ist los? Die Fruchtblase ist geplatzt. Dann wird das bald losgehen. Komm. Du lässt sie hier bleiben? In dem Zustand geht sie nirgendwo hin. Sie bekommt doch ein Baby. Die machen mit uns, was sie wollen. Ich hab dir Milch mitgebracht. Naja, eigentlich ist es keine richtige Milch. Es ist nur Kondensmilch. Aber die schmeckt genauso gut. Na komm, trink das. Das machst du gut. Braves Kälbchen. Die anderen brüllen sich ja doch bloß die ganze Zeit an. Als ob ein Mensch mehr oder weniger so einen Unterschied macht. Wir brauchen viel heißes Wasser. Und Handtücher. Hier gibt's nichts zu sehen. Ihr geht raus. Na los, tut irgendwas. Auf, Bray. Nein, Bray, geh nicht weg. Hab keine Angst, Trudy. Ich bin da. Komm schon. Ich nehme Wetten an. 2-1, dass es ein Mädchen wird. Das sind super Gewinnchancen. Chloe, du hast eine Menge verpasst. Wo warst du denn? Nirgends. Was ist passiert? Das Baby kommt jetzt auf die Welt. Weißt du, wie so eine Geburt abläuft? Nein, keine Ahnung. Sandra? Wer, ich? Das soll wohl ein Witz sein. Das bringt jetzt nichts. Eine Geburt ist was Natürliches. Wir werden das schon schaffen. Unsere Mütter haben uns doch auch zur Welt gebracht. Und wenn irgendwas schief geht? Wann haben die Wehen eingesetzt, Trudy? Weißt du das noch? Schon vor ein paar Stunden, glaube ich. Zuerst war ich nicht sicher, was es ist. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wie kommst du darauf? Die Wehen kommen regelmäßig und sind ziemlich stark. Macht euch startklar. Was sollen wir tun? Wir brauchen eine Schere und Gummibänder und so viele saubere Tücher wie möglich. Oh, und Seife. Was? Willst du etwa? Was dagegen? Ihr habt ihn gehört. Wer von euch hat Seife? Du hast doch welche, Sandra. Das ist Seife für meine empfindliche Haut. Sandra, geh und hol die Seife. Du, ich nehme Wetten an, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Was nehmen wir als Einsatz? Du musst doch irgendwas haben. Vielleicht eine Sonnenbrille. Oder ein Taschenmesser. Was zu essen. Oh, ich habe eine Pfeife. Geht in Ordnung. Warte, was gibst du uns, wenn es ein Junge wird? 2 Pfeifen? Ein paar Briefmarken? 2 Sondermarken? Einverstanden. Und was fange ich damit an? Ryan, was machst du da? Gar nichts. Wenn das so ist, dann besorg uns Gummibänder. Gummibänder? Ja, so kleine Gummis, mit denen man was abbinden kann. Heißes Wasser.
Gut gemacht, Dell. Hey, seid sparsam mit dem Wasser. Das reicht nicht ewig. Kannst du das auftreiben? Das sind Sachen, die das Baby braucht. Dafür muss ich wahrscheinlich rausgehen. Dann pass auf dich auf. Paul, Patsy, geht und sucht Stoffe, Tücher, Laken, egal was. Hauptsache, es ist sauber. Wo warst du, Chloe? Nirgendwo. Du kannst vielleicht Fragen stellen. Das klären wir später. Jack, bring mir Wasser. Langsam mit dem Wasser. Wenn der Tank leer ist, haben wir keins mehr. Tja, wenn das so ist, sollten wir uns lieber einen Vorrat anlegen. Zwei für die kleine Trudy und eine für mich. Gegen die Schmerzen geben. Lex hat etwas Paracetamol. Soll ich es für sie holen? Du musst weiter hecheln. Ich geh's holen, okay? Ryan, was machst du da? Gar nichts. Was hast du da in deinem Rucksack? Das geht nur mich was an. Lex? Oh, du bist es. Ich brauche Paracetamol. Kann ich's haben? Wofür? Für Trudy. Was kriege ich dafür? Fang doch nicht schon wieder an. Oh, Sandra. Ich bin verdammt allein. Soll ich vielleicht Ryan anmachen, hm? An deiner Stelle würde ich's mal versuchen. Was ist los? Stehst du etwa nicht mehr auf mich? Ihr Typen seid doch alle gleich. Wenn ihr euren Spaß hattet, seid ihr weg. Ich bin nicht so. Und lass die Mädchen schwanger sitzen. Ich weiß, mit wem ich was hatte. Das kann ich von dir nicht behaupten. Ich bin unschuldig. Wie ein Neugeborenes. Du solltest mein Angebot annehmen, bevor es eine andere tut. Du machst das ganz toll. Du darfst dich nur nicht verausgaben. Mach eine Pause. Die kannst du auseinanderschneiden. Ihr kleinen Teufel, die gehört Sandra. Ist das wirklich alles, was ihr finden konntet? Raus mit dem Hund, aber schnell. Wo ist die Schere? Sie muss noch sterilisiert werden. Ich mach das schon. Wie geht's ihr? Hab ich dich erwischt? Oh, Lex, du bist's. Nochmal Schwein gehabt, hm? Die anderen haben was geschnallt. Da dachte ich, ich versteck's lieber. Sehr gut, Ryan. Wir wollen doch nicht, dass die anderen was davon abkriegen. Nein. Aber wir sind versorgt, Lex. Genau, Ryan. Gut, dass du das gemacht hast. Dass irgendwas nicht stimmt. Ich meine, sie wird es doch nicht verlieren, oder? Sie ist nur erschöpft, das ist alles.
Okay. Judy, wir versuchen es nochmal. Er ist einfach fabelhaft, findet ihr nicht? Also los. Pressen. Doch, du kannst. Komm schon, Trudy. Du musst dich nur noch einmal richtig anstrengen, dann kannst du dich wieder ausruhen. Komm schon, pressen. Ich ertrag das nicht. Bescheuert. Sei lieber froh, dass wir es sind. Wir haben noch nichts gegessen. Was wollt ihr? Na, was hast du denn? Spaghetti. Schokolade. Hast du noch andere Süßigkeiten? Nein. Ganz sicher? Ja. Na also, dein Geheimnis ist bei uns sicher. Ihr verfressenen Monster. Das ist nicht für uns, das ist für das Baby. Keine Sorgen, Trudy, wir schaffen das schon. Und wie geht's ihr? Sie ist völlig erschöpft. Du siehst auch ziemlich fertig aus. Hast du schon Pause gemacht? Du bist großartig, wirklich. Was soll das denn werden? Ich bastel ein Geschenk für das Baby. Ich hab mal gesehen, wie eine Katze Babys gekriegt hat. Das war toll. Mach das ganz wunderbar. Mach weiter, streng dich an. Ich kann nicht mehr. Pressen. Du schaffst das. Nochmal pressen. Wieso dauert das so lange? Sehr gut. Das machst du prima. Man kann schon den Kopf sehen. Ja, so. Ja, ich hab sie's geschafft. Wenn man richtig pressen, Julia, ein Junge vielleicht? Hilft dir hier etwa, das Baby zu kriegen? Ich will nach Hause! Lass es ein Mädchen sein. Ryan, hast du vergessen, dass ich dich vor Jahrzehnten mal gebeten habe, ein paar Gummibänder aufzutreiben? Entschuldige, Amber. Ich habe keine gefunden. Amber, komm schnell! Na, mach schon, Trudy! Pressen! Vielleicht solltest du Bray ablösen. Hörst du's? Es ist ein Mädchen. Die Bank hat gewonnen. Na komm schon, her mit der Pfeife. Tja, Mutter und Kind geht's gut. Danke, Amber, dass wir hier bleiben konnten. Ich hab's nicht für dich getan.
Was meinst du, Trudy? Bist du schon fit genug für die Meute? Alles klar, ihr könnt jetzt reinkommen. Aber seid leise. Ich habe für das Baby ein Mobile gebastelt, Trudy. Das macht hübsche Töne. Ach, es ist wunderschön. Vielen Dank, Chloe. Hast du auch was für das Baby, Ryan? Ich wusste, dass es ein Mädchen ist. Eine Pfeife. Danke, Ryan. Darf ich sie mal halten? Wir haben was Süßes für dich. Das ist mein Geschenk. Danke, Jack. Wozu braucht man denn eine Waage? Um das Baby zu wiegen. Wieso denn? Damit man sieht, ob es zunimmt. Was kriegt es eigentlich zu essen? Milch. Was denn sonst? Was? Gibt sie in die Brust? Ja. Erst nach ein paar Monaten fängt man an, dazu zu füttern. Hoffentlich steht es auf Bohnen. Dell, ist das ein Kinderbett? Ja. Hast du das etwa gemacht? Klar, Patsy. Ich habe den Korb eigenhändig geflochten. Tut mir leid, Amber. Aber das, was ich gesucht habe, konnte ich nicht finden. Oh, Dell. Vielen Dank. Leg sie doch rein, Sandra. Eigentlich heißen, Trudy? Ich weiß noch nicht. Na ja, wenn es ein Junge geworden wäre, würdest du ihn sicher Bray nennen. Bray war einfach toll. Wie cool er alles im Griff hatte. Und das Baby... Ich höre mir das nicht an. Es hat schon Haare und so. Und es ist ganz schön schwer. Dann hat es sicher auch einen gewaltigen Appetit. Hier, Chloe. Ich gebe dir was von meinem Essen. Ich habe keinen Hunger. Danke, Dell. Ich hoffe, ihr habt mir was aufgehoben. Wo gehst du schon wieder hin? Nirgends. Sie ist lieber auswärts. Hier, Amber. Na, meins. Ich teile auch mit dir. Danke. Ich heb was für Trudy und Celine auf. Lass die in Ruhe. Trudy muss was essen. Sie braucht erst mal Schlaf. Habe ich dir gefehlt? Tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, aber ich war beschäftigt. Bei uns ist ein Baby zur Welt gekommen. Es ist ganz süß. Ich habe eine Idee. Sollen wir eine Runde spazieren gehen, wenn du satt bist? Kleines Festessen zur Feier des Tages? Du hast mehr auf deinem Teller als die meisten von uns in einer ganzen Woche. So kann es nicht weitergehen. Das gilt für alle hier. Es geht nicht nur ums Essen. Es geht um Wasser, Batterien, einfach alles. Ich meine, was denkt ihr euch? Ihr spielt ein Computerspiel. Jack hat's aber erlaubt. Wir müssen Regeln vereinbaren, wie wir uns einschränken. Einschränken? Ja, Ryan. Wir dürfen nicht zu verschwenderisch sein. Dann hört erst mal auf, den Hund durchzufüttern. Es sei denn, ihr mästet ihn für schlechte Zeiten. Ruff.
Keine Angst. Komm mit. Hör auf, Lex. Wer kommt zuerst? Die Menschen oder die lieben Tiere? Ich mein's ernst. Wir können's uns nicht leisten, Tiere zu füttern. Außer um sie zu essen, hä? Er ist schrecklich. Komm mit. Na, komm mit. Komm, wir suchen ein bisschen Gras. Da draußen ist niemand. Braves Kälbchen. Ja, brav. Schön mitkommen. Ja, so ist es gut. Können wir das jetzt endlich besprechen? Ja, auf jeden Fall. Immerhin müssen wir eine Mutter mit Baby durchfüttern. Was? Geht das schon wieder los? Wir haben abgestimmt, dass die beiden verschwinden, bevor das Bald da war. Aber jetzt ist es auf der Welt. Na und? Dadurch ist jetzt eben alles anders. Aber wir waren uns einig. Du kannst dein hilfloses Baby doch nicht einfach rauswerfen, Lex. Wir haben es gerade beschenkt und so weiter. Ob's dir passt oder nicht, durch das Baby ändert sich einiges. Du hast also die Fronten gewechselt. Willst du ein hilfloses Kind einfach auf die Straße setzen? Wir sind nicht dafür verantwortlich. Doch, wir sind jetzt alle dafür verantwortlich, Lex. Bray hat recht. In was für einer Welt leben wir, wenn wir ein neugeborenes Kind und seine Mutter auf die Straße setzen? Das ist sein Problem. Er muss für die drei was anderes suchen. Ja, da lang. Schön hier, oder? Warte, lauf doch nicht so schnell. Hey! Findet sicher nicht so schnell was anderes für die drei, oder? Jedenfalls nichts, wo sie sicher sind. Wir müssen ihm ein bisschen Zeit geben. Ja, damit er es sich schön gemütlich macht. Wo ist er überhaupt? Er ist bei Trudy. Da ist er nicht. Wo ist er dann? Was gibt's da zu lachen? Er ist rausgegangen, kurz nachdem das Baby da war. Wahrscheinlich schläft er sich irgendwo aus, der arme Kerl. Du willst es einfach nicht wahrhaben, oder? Was denn? Habt ihr ihn gesehen? Nein. Natürlich nicht. Er hat einen Abgang gemacht, die Idioten. Das kann ich nicht glauben. Er liebt dieses kleine Baby. Er ist ohne ein Wort verschwunden. Der Typ drückt uns einfach seinen Balg aufs Auge. Wofür hält er uns eigentlich? Wahrscheinlich für die letzten Penner. Das glaube ich einfach nicht. Das gibt's doch nicht! Tja, wenn ihr wirklich glaubt, dass er das mit uns machen kann, dann wird er sich noch wundern. Und was ist mit Trudy? Er kann doch nicht abhauen und sie im Stich lassen. Und wer von uns soll ihr das sagen? What do you see? I really need to know now, is there a place for me? Tell me, where do we go from here? Take me as you find me for what I am. And when I make mistakes, please understand. And as long as I know you're near, there is nothing for me.